Das 13. Goldene Jahr aus der Gesundheitsforum beschäftigt sich mit dem Thema der Veränderung. Und für mich war es der Weg zurück ein bisschen, nämlich Entwicklung, Veränderung, Innovationen, Digital Health, künstliche Intelligenz und anderes mehr, steht der realen Welt gegenüber, die wir in vielen Einrichtungen finden, durch Rahmenbedingungen, die so sind, wie sie sind. Wir verweisen auf der einen Seite auf die Möglichkeiten, die sich hier in dem Rahmen ergeben, aber natürlich auf die andere Seite verweisen wir auch daran, dass nicht alles, was war, schlecht ist und dass gewachsene Strukturen, ich denke jetzt nur an EDV-Infrastrukturen, wo 5 inkompatible Systeme in einem Krankenhaus miteinander arbeiten sollten, dem Trend der Interoperabilität, wie es so schön heißt, was wir als Qualitätsmanager schon lange unter Wechselwirkungen und Beziehungen erkannt haben in einem System, der Trend ist, den alle Granden, inklusive CEO von Infine und Herrlichka, klar herausgeschält hat. Sogar der Digitalplaner des Bundesministeriums in Österreich hat Interoperabilität sozusagen ganz vorn auf seine Agenten geschrieben. Wie schaffen wir es also, die Daten in einem Rahmen, der möglich ist, der sicher ist, der für den User verwendbar ist, geschützt zu transferieren, um daraus die Erkenntnisse zu ziehen, die die Digitalisierung vorantreibt. Die Telemedizin ist eine moderne Behandlungstechnik, wo die Medizin sich der digitalen Technologien benutzt, die in anderen Industrien schon seit Jahrzehnten eingesetzt werden. Und praktisch sieht es dann so aus, dass ein Patient, der vorher nur alle 3 oder alle 6 Monate zum Arzt geht, nicht mehr in diesen strikten Nachuntersuchungsintervallen hingehen muss, sondern dass er zwischenzeitlich über automatisierte Kommunikationskanäle mit dem Arzt und dem Behandler in Verbindung steht. Und für den Arzt bedeutet es, dass er weniger wiederkehrende Bürotätigkeiten hat und mehr Zeit hat, sich mit dem Patient 1:1 auseinanderzusetzen. Ja, für uns ist digitale Qualitätssicherung vor allem der ausschlaggebende Punkt für unser Unternehmen. Ja. Bei uns steht der Patient im Mittelpunkt und wir haben uns zur Aufgabe gemacht mit Moke, dass wir Patienten entlang des kompletten Entscheidungsprozesses, das heißt von der Konsumierung der Information bis hin zur Entscheidung für einen Arzt, Sicherheit geben. Ja. Und dies tun wir, indem wir medizinische Inhalte übersetzen für Patienten. Diese werden geprüft von medizinischen Experten und zusätzlich haben wir einen medizinischen und juristischen Beirat, die in einem 2-Stufen-Prozess sich jeden Arzt anschauen, anhand von Qualifikation und Kompetenz. Und nur die Ärzte, die alle unsere Kriterien entsprechen, nehmen wir dann auch ins Netzwerk auf, damit wir dem Patienten wirklich den höchstmöglichen Qualitäts- und Sicherheitsstandard bieten können. Risikomanagement begleitet uns schon lange in den Organisationen. Heute wird insbesondere wichtig, auf die Megatrends zu reagieren, auf die gewaltig gestiegene technische Komplexität in den Unternehmen, in den arbeitsteiligen Prozessen, auch im Gesundheitswesen. Und um darauf reagieren zu können und die Organisationen entsprechend auszurichten, ist es wichtig, systematisch Chancen und Risiken herauszuarbeiten. In der Quality Austria beschäftigen wir uns derzeit ganz massiv mit dem Thema, wie verändert sich der Qualitätsbegriff, welche Konzepte müssen wir da anschauen, um auch im Jahr 2030 noch relevant für die Betriebe zu sein. Und wir haben hier mal einige Aspekte herausgegriffen und diskutiert, wie zum Beispiel agile Transformation, digitale Medien, aber auch eine Weiterentwicklung der Statistik hin zur Data Science. Aber auch Konzepte, wo wir mit Menschen anders umgehen müssen. Vertrauen wird hier ein wichtiges Thema sein. Dazu machen wir gerade eine große Studie. Die wird beim Quality Austria Forum im März präsentiert. Da freue ich mich schon sehr darauf.